So, guten Morgen, meine Freunde. Ich habe mich gerade angezogen. Ist nämlich am Morgen immer noch ein bisschen frisch hier. Gott, ich sehe auch noch richtig müde aus. Und mache mich jetzt auf den Weg zum Frühstück. Das dauert noch mal ein bisschen, weil das ein bisschen weiter weg ist. Also ich muss da hinlaufen. Aber da ich euch gestern nicht geschafft habe mitzunehmen, weil ich echt einen stressigen Tag hatte, weil ich so viel Content gemacht habe gestern, dachte ich mir, nehme ich euch heute mit. So, das da oben, by the way, ist übrigens diese ganze Etage mein Apartment. Dann geht man hier die Treppen runter, kommt hier raus. Ich habe mir einen Leihwagen geholt, weil ich gerade die ganzen Autos hier sehe, habe ich euch, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Und ich fahre ja immer so täglich nach Malaga oder keine Ahnung, ne? Irgendwas mache ich halt immer. Und es ist hier sogar so, es ist ein bisschen unangenehm, weil ich bin sowas nicht gewöhnt, dass man, wenn man ankommt, man fährt dann quasi vor den Empfang. Dann kommen Leute direkt angeschwundelt, öffnen dir die Tür, nehmen dir den Schlüssel ab, nehmen das Auto und fahren das weg. Das heißt, jedes Mal, wenn du los willst, gehst du halt wieder zurück an diesen Punkt und sagst, yo, ich brauche mein Auto. Und dann sprinten die wie von einer Tarantel gestochen los und holen dein Auto für dich und fahren das dann vor. Ein heftiger Luxus, aber es ist teilweise schon sehr unangenehm, finde ich. Dieses ganze Ding hier, was ihr hier seht, ist halt immer noch die Anlage, ne? Also hier ist so voll viel Natur, dann kann man da noch runtergehen. Wenn man hier runtergeht, dann ist hier nämlich gleich das Frühstück und geradeaus auch der Strand. Das zeige ich euch gleich nochmal richtig. Ich sitze jetzt hier. Das ist übrigens ein beheizter Pool, da wollte ich vielleicht später mal reinhüpfen. Und jetzt habe ich hier meinen Tisch, dann gehe ich gleich los zum Buffet. Und ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber da hinten ist das Meer. Also richtig schön. Eigentlich wollte ich da vorne sitzen, aber das Problem an der Sache ist, da ist dann natürlich schon alles voll beim Frühstück und da kriegt man dann keine Plätze mehr leider. Deswegen sitze ich jetzt hier ein bisschen einsam und abgeschottet, aber egal. Ich habe jetzt meinen Kaffee gekriegt. Übrigens, wisst ihr, was das Krasse ist an spanischen Hotels, was ich voll doll vermisse in Deutschland? Die haben hier so krasse glutenfreie Alternativen. Ich zeige euch das gleich mal. Das ist eine riesengroße Auswahl. Das ist so heftig. Egal in welchem Restaurant ich bin, egal wo ich hingehe, ich kann überall essen ohne Probleme. Das misse ich halt in Deutschland enorm. Deswegen sage ich auch immer, irgendwann kommt der Tag, da werde ich nach Spanien auswandern. Ich sag's euch. Dann fangen wir mal an. Das ist nur der Anfang. Das ist der kleinste Teil vom Buffet. Da drüben gibt es auch noch ganz viel. Hala. Hier gibt es dann Schinken, Wurst, solche Geschichten. Hier kann man sich auch frisch Eier machen lassen da drüben. Und jetzt haltet euch fest, das hier ist alles glutenfrei. Also Brot, Kuchen, Cupcakes. Hier drüben auch nochmal so Joghurt und Cupcakes, sogar einen eigenen Toaster. Das ist unvorstellbar in Deutschland, wäre das. Dann gibt es hier noch so eine Joghurtbar mit Milch. Hier drüben noch anderes Brot. Und hier kann man sich dann frische Pancakes machen lassen. Also eine riesengroße Auswahl. Da vorne gibt es noch Säfte und solche Geschichten. Und ganz viele Früchte. Ihr seht also, das ist das krasseste Frühstück, was ich jemals gesehen habe. Wow. Leute, ich hole mir jetzt nochmal schnell einen Kaffee und dann geht es für mich weiter nach Malaga. Ich habe mir da nämlich Outlet rausgesucht. Ich dachte mir, da kann ich vielleicht noch ein bisschen Content machen und ein bisschen Shopping vereinbaren. Aber erstmal gibt es jetzt einen Kaffee. Ich musste euch einmal ganz kurz zeigen, Leute. Ich habe mir hier gerade an dieser Raststätte was zu trinken geholt. Guckt euch mal diese Aussicht an. Ich glaube, okay, denkt euch kurz den Zaun weg, aber ich glaube, das ist mit Abstand die schönste Raststätte, also von der Aussicht her, die ich jemals gesehen habe.
Wow, wie wunderschön sieht das aus. So Leute, ich bin jetzt hier angekommen. Es ist maximal full. Ihr könnt es glaube ich schon am Parkplatz sehen. Maximal. Aber egal, ich werde mir den Bums jetzt mal angucken und hoffe, dass ich da noch ein bisschen Content machen kann, ein paar schöne Fotos und so. Ich bin jetzt hier erstmal zu Maggie gegangen, weil, wie ihr sehen könnt, gibt es hier alles glutenfrei, sogar Bier. Das heißt, ich bin jetzt hier auch richtig asozial im Designer-Outlet und hole mir einen Big Mac, einen Stimmel-Cheeseburger und ein Bierchen. Man kennt ihn. Aber alles glutenfrei, gibt es in Deutschland nicht. Ich habe jetzt einmal angefangen, habe voll vergessen, euch das abzufilmen, weil ich einfach Bock hatte, das zu probieren. Den anderen Burger zeige ich euch gleich einmal, aber der hier ist schon sehr gut. Und das Bier teste ich gleich auch einmal ganz kurz. So, jetzt kommt der Bier-Taste-Test. Geht sogar echt klar eigentlich. Erfrischend. Habe ich mir schlechter vorgestellt. So, das ist jetzt der andere Burger, den ich noch habe. Der erste war geschmacklich echt stabil. Mal gucken, wie der jetzt hier ist. So Leute, also ich habe jetzt auch gegessen. Ich muss sagen, es war eigentlich echt ganz lecker. Aber das, was ich krass finde, ich habe jetzt hier für zwei Burger, die auch noch glutenfrei gewesen sind, plus Bier, 11 Euro bezahlt. Das ist halt echt wenig im Vergleich zu Deutschland. Da zahlt man ja für normale Burger schon mehr. Und dann hat man ja immer noch diesen blöden Aufpreis für Glutenfrei. Also mal abgesehen davon, dass es bei McDonald's sowieso keine glutenfreien Burger gibt. Aber da, wo es welche gibt, hast du dann noch den Aufpreis meistens von 3 Euro oder so. Das ist schon vergleichsweise günstig und eigentlich total unfair, weil die Burger sind ja die gleichen. Egal ob in Deutschland oder hier. Ich wollte mal ganz kurz festhalten, dass man bei uns in Deutschland mittlerweile fast 70 Cent für Toilettengänge bezahlt. Also zwischen 50 und 70 Cent. Und hier in Spanien zahlst du keinen Cent für solche Toiletten. Guckt euch das an. Hauptsache sauber. Und schön. Wir haben jetzt 21.07 Uhr. Das ist meine Ausbeute von heute. Ich habe, ich glaube, so 3-4 Sachen bei Bershka gekauft. Neue Hose und 3 Oberteile. Eins habe ich schon angezogen, weil mir so kalt war. Damit geht auch der Tag, glaube ich, heute zu Ende. Ich werde mir jetzt noch irgendwo zu essen organisieren. Ich fahre jetzt aber von hier noch knapp eine Stunde bis zu meinem Hotel. Und dann werde ich da irgendwo gucken, ob ich was zu essen kriege. Damit neigt sich dann jetzt auch so der letzte Tag zu Ende. Ich hoffe, dass ich jetzt irgendwie noch was richtig Geiles, Glutenfreies irgendwo finde. Und dann nehme ich euch jetzt nochmal mit. Ich bin jetzt hier beim Italiener. Das hier ist meine Vorspeise und die haben hier mal wieder eine riesengroße Auswahl an Pasta-Sachen glutenfrei. Ich habe mir heute richtig gegönnt, zeige ich euch gleich, wenn ich das Essen habe. Okay, das ist jetzt mein Essen. Ich habe mir Hummersoße mit Gambas und glutenfreien Nudeln überbacken geholt. Hoffe ich, schmeckt jetzt nach einer 10 von 10. Will ich hoffen, weil es mein letzter Abend. Das hier ist übrigens die noble Aussicht, die man hat, wenn man aus diesem Restaurant hier rauskommt. Ich bin hier gerade am Yachthafen quasi von Marbella. Es gibt ganz viele Geschäfte und so weiter und so fort. Ich bin damals als Kind schon mal hier gewesen mit meinen Eltern. Da haben wir so eine Wohnwagentour gemacht und die haben mir ganz viel gezeigt. Und da war ich schon in diesem Restaurant hier essen. Und das habe ich jetzt ein bisschen so mäßig Revue passieren lassen, jetzt nochmal nachträglich. Also es hat ein bisschen in mir quasi meine Erinnerungen geweckt. In meine Kindheit, wo ich hier lang gelaufen bin und mit meinem Papa, meinem Bruder zusammen die ganzen Autos fotografiert haben, mit meiner Mama vor den Yachten stand und jetzt es ist einfach schön, dass man Jahre später hier sein kann und hier was essen kann. Aber ich muss sagen, ich hätte vom Restaurant ein bisschen mehr erwartet. Also es war in Ordnung, aber ich habe gefühlt nur Käse gegessen. Also es war wirklich käsig. Auch richtig Bauchschmerzen so. Ich muss jetzt erstmal einen Verdauungsspaziergang machen. Und dann muss ich zu Hause gleich, im Hotel gleich meine Koffer packen. Und dann geht es morgen früh direkt zurück zum Flughafen. Und dann habe ich nochmal 2, 3 sehr spannende Tage vor mir. Ich weiß gar nicht, ja doch, ihr werdet das dann wahrscheinlich schon wissen. Aber ja, da erfülle ich mir dann auch nochmal so einen kleinen Traum. Und damit, meine lieben Freunde, würde ich sagen, verabschiede ich mich auch aus diesem YouTube-Video. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Wird ein spannendes Video, wenn alles klappt wie geplant. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!